Herzlich willkommen, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich hier Knob Creek, Kentucky Straight Bourbon Whisky, Small Batch. Hier steht noch Aged 9 Years, 100 Proof, also 50%. Also, Knob Creek gehört auch zu dieser Jim Beam, kennen wir von anderen Whisky-Sorten. Und Jim Beam gehört dann zu Beam Suntory. Das ist diese japanische Firma, was es damals alles aufgekauft hat. Und Jim Beam wird denn dort in Claremont, Kentucky hergestellt. Kann man auch wunderbar diese Fabrik dort, diese Anlage besichtigen. Und die haben ein Visitor Center und so weiter. Diese Knob Creek gehört hier zu einem sogenannten Small Batch Bourbon Collection. Also Batch ist eine Charge. Also das heißt, das ist nicht Single Cask, sondern man nimmt vielleicht eher 40, 50, vielleicht sogar 200 verschiedene Fässern, mischt es zusammen, damit jedes Mal die gleiche Qualität kommt dabei heraus. Zu diese vier verschiedene Small Batch Bourbon Collection gehört dann Knob Creek, Booker's, Baker's und auch Basil Hayden's. Wir werden das auch immer wieder neue Videos hier zeigen, wie das denn so ist. Knob Creek hat nicht unbedingt eine sehr, sehr, sehr lange Tradition, obwohl die Firma Jim Beam schon. Also, es gab einen Mann namens Booker No. Er hat eine Tochter auch geheiratet vom Jim Beam. Und in den 50er Jahren kam er in dieser Familienbetrieb dazu und hat sich hochgearbeitet innerhalb von 10 Jahren zu Master Distiller. In den 60er Jahren hat er die Idee gehabt, lass uns genau Bourbon machen wie damals vor der Prohibition, also um die 1900, 1915 herum. Gleiche Art, gleiches Geschmack, auch sogar die Flasche sieht so ähnlich. Damals haben sie diese Apothekenflaschen benutzt, nicht runden Flaschen. Auch hier unser Etikett sieht so aus wie Packpapier. Auch sollte das auch nach. Ein bisschen diesen Nachempfinden wie eine Zeitung hier drauf. Ist es sehr schön gemacht, finde ich. Hat eine eindeutige, wiedererkennbare Wert. Also, Booker No hat das viele, viele Jahre auch denn gemacht und weltweit berühmt gemacht. Diese Bourbon wird sehr oft in den Vereinigten Staaten auch verkauft. Sein Sohn führt nun diese Tradition in der zweiten Generation, also wenn man Jim Beam dazu zählt, so geht es in der dritten Generation weiter. Der Fred No. Und er ist auch ganz begeistert, und er ist auch zuständig heute für diese vier verschiedenen Bourbonsorten: Booker's, Baker's, Basil Hayden's und Knob Creek. So, Knob Creek, Creek heißt auf Englisch Bach. Und es gibt in Kentucky einen Bach, ganz in der Nähe, wo Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, aufgewachsen ist. Und dieser Bach läuft ganz in der Nähe von diesem Haus, wo Abraham Lincoln als Kind auch schwimmen gelernt hat. Und die Legende sagt, dass er dort fast ertrunken sei. Hat es aber geschafft, aus dem Wasser wieder rauszukommen. Also Knob, Knopf, Creek, Bach. So. Knob Creek hat jetzt verschiedene andere Produkte auf den Markt gebracht. Wir haben den Straight Rye. Wheat Whisky, also eine hohen Roggenanteil mit 50%. Wir haben auch eine 50% Volumenalkohol. Wir haben auch eine 120er. Auch denn da und ganz neu seit 2013 gibt es eine Knob Creek Smoked Maple Bourbon. Also ein geräucherter Ahorngeschmack. Habe ich noch nicht probiert, würde ich gerne. Was auch für mich absolut interessant war, ich habe zuerst mit Scotch Whiskys angefangen und dann ging es weiter Richtung Bourbon, war dieses Wachs. Die Leute an den Fließband tauchen tatsächlich das in den Wachs hinein, sodass jeder ein bisschen unterschiedlich aussieht. Das bekommt man denn da, man muss diese Wachs irgendwie abkriegen, sodass man dann diese Flasche tatsächlich dann da aufmachen kann. Also sehr, sehr einzigartig, auch sehr, sehr, sehr schön finde ich, diese Wachsverschluss. Auch man sieht diese wunderschöne dunkle Farbe dann hier. Also alles Natur. Diese Barrels, diese Fässer werden sehr stark auch angebrannt und
Da wird insgesamt 9 Jahre lang dieser Whisky hier in ein Fass gelagert. Jim Beam bzw. Knob Creek behauptet dadurch, dass dieses 9 Jahre dazu beiträgt, so viel Zucker wie möglich aus dem Holz herauszusaugen. In Amerika muss man Bourbon auf jeden Fall, denn da in Kentucky Straight Bourbon mindestens 1 Jahr in ein Fass aus neuen amerikanisches Weißeiche dann dort lagern lassen. Hier haben wir 9 Jahre, also da war sehr viel Zeit, diesen Zucker auch daraus zu bekommen. Ich werde noch einmal hier aufmachen, riechen. Ich schenke mir ein bisschen was hier ein. Man sieht diese wunderschöne dunkle Farbe. Also ich mache gerne Bourbons, also diesen süßen Geschmack, also einen Geruch an Mais, also 51% Mais ist da drin, mindestens, meistens 60, 85%. Noch mit ein bisschen Roggen oder auch Weizen hinzu wird getan. Also der Booker No, der Mann, der auch diese Knob Creek entwickelt hat, hat einmal gesagt: A good bourbon is part science, part art and part pride. Also ein guter Bourbon wird hergestellt, indem man einen Teil Wissenschaft, ein Teil Kunst und auch einen großen Anteil Stolz hinzufügt. Und auch für ihn war das ein Produkt mit viel Stolz. Ich probiere jetzt. Pfeffer. Eiche. Kommt noch Karamell. Wärme. Also guten Nachabgang hier an der Nase. Ganz, ganz, ganz wenig Alkohol finde ich. Viel Karamell, Vanille im Mund. Also richtig ein bisschen gebrannte Orange mit Zucker. Also ein bisschen wie karamellisierte Zucker auf irgendwelche Orangen, die ein bisschen im Ofen waren. Eine sehr, sehr gute Sache. Nicht zu scharf, aber ein bisschen Wärme. Ein Bekannter von mir hat gesagt, das nehme ich mit, immer wenn ich auf Jagd bin. Das wärmt mich mitten im Wald. Naja, gut, man kann das so machen. Man kann auch im Sommer auch ein bisschen einen Cocktail daraus machen. Also Knob Creek ist nicht ganz so teuer und deshalb kann man auch gerne jetzt hier auch Cocktails daraus machen. Man kann zum Beispiel ein Teil Knob Creek, 4 Teile Ginger Ale hinzufügen. Und auch ein bisschen Limette. Schmeckt sehr, sehr gut. Auch im Sommer Eis dazu. Und hat mal einen netten Getränk. Man kann natürlich Manhattan daraus machen. Oder was auch immer du möchtest. So, also Knob Creek, sehr zu empfehlen. Ich kann wirklich nur sagen, probier mal. Es gehört zu diesen 4 Small Batches von der Jim Beam Bourbon Collection. Und ich bin gespannt auf den anderen 3 dazu. Irgendwann komme ich auch hoffentlich dazu, eine Tasting zu machen mit allen 4, sie zu vergleichen und da vielleicht ein Ranking zu machen. Darauf freue ich mich sehr. Gut, bis demnächst. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare und Ideen habt, bin ich immer dafür gerne offen und bereit. Tschüss.